Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich bin zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut genutzt und seid gut durch die Zeit gekommen. Und ich habe mir so gedacht, weil wir ja am Sonntag immer so gemeinsam auf das Thema Liebe schauen und das Jahr sich jetzt bald zum Ende neigt, schauen wir jetzt schon mal in die Taroskope rein. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das so, dass ich jeden Sonntag ein Element hochlade. Also ich habe das aufgeteilt in die vier Elemente. Und dass wir da schauen, was denn so die Liebe 2022 bringt. Und heute habe ich mich für die Wasserzeichen entschieden, Fische, Krebs und Skorpion. Da schauen wir im Element Wasser, was denn so die Liebe 2022 bringt. Und mittwochs habe ich mir überlegt, ich werde das auch so aufbauen in den vier Elementen. Und da schauen wir etwas allgemeiner, wo auch Beruf mit drin ist, wo Finanzen mit drin sind, wo deine Spiritualität drin ist, wo dein komplettes Leben ein bisschen beleuchtet wird. Na? Also sonntags immer die Liebestachoskope für die Elemente und mittwochs dann immer die Allgemeinenergien für 2022. Kann natürlich auch die Liebe drin sein. Ne? Also genau. Ja. Dieses Orakel kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und es ist immer eine allgemeine Energie, ne? Also ich habe das so aufgebaut, dass hier das erste Quartal liegt, hier das zweite Quartal, hier das dritte Quartal und hier das vierte Quartal. Und in der Mitte habe ich eine Jahresenergie erbeten, was denn so 2022 so die Liebe explizit bestimmt. Natürlich ist die Zeit fließend. Es kann sein, dass du hier schon drin bist im ersten Quartal. Es kann sein, dass sich das auch erst später bei dir ereignet. Also Zeit ist fließend, ne? Versteift euch da nicht so auf die Quartale, aber ich muss das ja für mich irgendwie aufteilen. Ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Hier kann jeder schauen, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du verliebt bist, ob du nach einem Wunschpartner schaust, ob du Single bist. Also hier kann für jeden etwas dabei sein. Gut, dann würde ich sagen, ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann fangen wir mit der Jahrestendenz an. Gut, also worum dreht sich denn 2022 in der Liebe? Dann habe ich hier den freien Geist. Dann habe ich hier Action und dann habe ich hier Runde um Runde. Das, was mir als erstes kommt, ist, dass es 2022 für die Wasserzeichen viel darum geht, ihrem Geist freien Lauf zu lassen, sich für sich und deine Gedanken einzusetzen, weiter bei dir zu bleiben, dich für dich und deine Wahrheit einzusetzen und gut darauf zu achten, was dir gut tut, was deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse sind, ne? Deine Meinung frei zu äußern, deine Wahrheit frei zu äußern und weiter an deiner Spiritualität zu arbeiten. Es kann sein, dass sich hier Sachen ereignen, die du schon kennst, wo du schon ein paar Runden gedreht hast, wo du vielleicht auch gedacht hast, okay, das Thema ist jetzt für mich abgeschlossen. Das kann durchaus wiederkommen, ne? Aber es geht hier auch darum, deinen Geist zu erweitern, deinen Spirit zu erweitern, deine Spiritualität weiter zu fördern und das ganz klar für dich nach außen zu tragen, also dass du im Inneren gefestigt bist, dass du im Inneren glücklich mit dir bist, ne? Und ja, dann geht hier eine Geschichte weiter, dann geht hier ein Thema weiter,
Und das passiert ja immer zu unserem Besten, zu unserer Heilung, zu unserem Vorankommen, ne? Und also hier ist auf jeden Fall Bewegung drin. Also entweder jagst du jemanden oder du wirst von jemandem gejagt. Und hier habe ich eine ganz konträre Energie. Hier habe ich so ein bisschen dunkel und so ein bisschen hell. Hier habe ich so ein bisschen das Gute und das Böse, das ja, wo das aber auch für dich stehen kann. Also jeder hat ja eine dunkle und eine helle Seite in sich, ne? Wo es darum geht, das zu vereinen, miteinander in Einklang zu bringen, ne? Was ja auch den freien Geist und dieses Runde um Runde beinhaltet, ne? Ich sehe hier aber auch zwei Personen, wo eine Person hier ein bisschen scheu ist, vielleicht vor der Liebe, vor Gefühlen und hier ständig Reißaus nimmt. Also auf jeden Fall ist dieses Jahr turbulent in der Liebe. Also hier ist auf jeden Fall viel Bewegung drin und hier kommt auch Licht rein, ne? Hier geht die Sonne auf, hier kommt auf jeden Fall Licht rein und es ist viel Bewegung da. Und wie gesagt, entweder du jagst jemanden oder du wirst gejagt. Das werden wir jetzt noch ergründen. Und auf jeden Fall stehst du und dein Seelenleben im Fokus, ne? Also, dass du dich für dich einsetzt, für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse, deine Wahrheit sprichst. Und du möchtest auch im Geist frei sein, deinen Gedanken nachhängen und ich krieg so rein, nicht immer alles erklären müssen. Kriege ich gerade rein. Gut, dann schauen wir auf das erste Quartal, Januar bis März. Wie gesagt, versteift euch da nicht so auf diese Zeiten, das ist alles fließend. Dann habe ich hier Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Dann habe ich die Maske und das Haus. Dann habe ich die 6 der Schwerter und die 3 der Stäbe und ich liebe dich. Also, im ersten Quartal kann es sein, dass es hier sehr um Finanzen und Karriere geht. Also es muss nicht mal um finanzielle Probleme gehen. Das kann sein in manchen, aber es kann auch einfach sein, dass hier jemand ist, der sich sehr auf seine Karriere fixiert, auf seine Finanzen fixiert und deshalb das Liebesleben ein bisschen zu kurz kommt und das Liebesleben vielleicht auch ein bisschen brach liegt oder dass hier manche das Liebesleben komplett vergessen, weil der Fokus halt auf Finanzen und Karriere liegt, auf Beruf liegt, auf Weiterentwicklung im finanziellen Bereich liegt. Ja, und hier ist viel Fleiß da, hier ist viel Arbeit da, hier steckt jemand viel Herzblut in diese Sache. Ja, vielleicht auch in eine Selbstständigkeit, in ein Vorankommen. Also auf jeden Fall solltet ihr hier im ersten Quartal die Liebe nicht aus den Augen lassen, weil sonst kann das hier ein bisschen ins Schwanken kommen. Ne? Und dann habe ich hier die Maske und das Haus. Also hier ist jemand, entweder du oder wenn du hier für eine andere Person schaust, die nicht wirklich mit der Sprache rausrückt. Es kann sein, wenn es hier finanzielle Probleme gibt, dass sich hier jemand hinter seiner Maske versteckt und sagt, hier, es ist ja alles gut, es ist ja alles okay und hier nicht die Wahrheit spricht. Also es ist hier wichtig, sich authentisch zu zeigen, ehrlich zu sein, die Wahrheit auch auszusprechen, ne? Und es kann auch sein, dass du oder jemand anders nicht ehrlich zu sich selbst ist, nicht ehrlich hier auf sein Seelenleben schaut, ne? Weil das Haus spricht auch nicht nur für ein materielles Haus, sondern auch für dein Seelenhaus, ne? Hier geht es zum Tor rein in deine Seele. Ne? Also es kann sein, dass es hier um finanzielle häusliche Probleme geht, dass man sich vielleicht ein Haus, eine Wohnung nicht mehr leisten kann. Das kann natürlich sein. Was ich hier eher wahrnehme, ist, dass jemand nicht ehrlich zu sich selbst ist, nicht ehrlich zu seinen Gefühlen steht, nicht ehrlich die Wahrheit spricht und sich auch
gar nicht bewusst ist, dass man im Außen eine Maske trägt, um anders zu wirken, um auf andere nicht verletzlich zu wirken. Na? Weil es wäre hier ganz wichtig, mal auf das Innere zu schauen, auf das Seelenleben zu schauen. Ich kriege hier jemand rein, der sehr stark im Außen wirken will. Jemand, der sehr tough im Außen wirken will, der ja nicht emotional und verletzlich rüberkommen will und schon gar nicht sensibel. Na? Das kriege ich hier rein. Und es wäre hier wichtig, die Maske abzunehmen und ja, hier auf das Innerste der Seele zu hören. Na, dann habe ich hier die 6 der Schwerter und die 3 der Stäbe. Also, hier gilt es, alte Ufer zu verlassen und auf neue Ufer zuzusteuern. Na? Im Rider-Waite ist es diese Frau, die das Kind im Arm hält. Und dieses Kind nehme ich für dein inneres Kind wahr und auch für dein Seelenleben wahr, was ich hier schon gesagt habe mit dem Haus. Ne? Es gibt hier vielleicht noch Themen aufzuarbeiten aus der Kindheit, aus der Familie. Hier braucht es nochmal eine Rückschau. Hier braucht es nochmal ein Hinschauen, um diese Themen zu verabschieden und in Heilung zu bringen, damit es hier schön an das neue Ufer gehen kann. Ne? Und hier ist ein Neubeginn. Also du siehst hier schon, wo du hin möchtest. Du siehst hier dein Ziel vor Augen. Du siehst hier, auf was du die ganze Zeit hingearbeitet hast. Und ich nehme diesen ersten Stapel sehr für dich wahr. Da sehe ich noch gar keine andere Person im Außen, die natürlich da sein kann. Aber hier in diesem ersten Stapel geht es sehr um dich. Weil ich habe hier auch dieses Ich liebe dich. Und das nehme ich für dich wahr, dass du dich liebst, dass du anfängst, dich zu lieben, so wie du bist, ne? So wie du bist und hier keine Masken tragen solltest, ne? Hier geht es um Selbstwert, hier geht es um Selbstliebe, hier geht es um, ja, dich anzuerkennen, so wie du bist. Hier haben wir wieder den freien Geist. Also wirklich dieses 2022 geht es darum, dich so anzunehmen und dich auch so kennenzulernen, wie du bist, ohne deine Masken hier und ohne hier deine innere Welt zu verschließen. Ja, vielleicht kommen hier noch Themen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, weil du es vielleicht nie gelernt hast, dich hier so zu zeigen, wie du bist. Ne? Vielleicht wurde das immer von dir erwartet, aber hier geht es wirklich ganz sehr darum, dich selber wertzuschätzen, dich selber zu lieben und dich selber so anzunehmen, wie du bist. Auch wenn hier vielleicht mal was nicht so läuft. Ne? Ich kriege hier rein, wenn es hier mal nicht so läuft, finanziell und im beruflichen Bereich, dass man sich ja selber oft niedermacht, so mit Worten, ja, war ja klar, dass es wieder nicht klappt und dass man sich da so selbst beschimpft. Und es geht hier wirklich darum, erstmal selber für dich in die Liebe zu kommen, dein Herz zu öffnen, deine Seele für dich selber und dich selber so wahrzunehmen, wie du bist. Na, das wäre ja ganz, ganz wichtig, um überhaupt im Außen die Liebe zu erfahren und zu geben und zu empfangen. Na? So, dann kommen wir schon zum zweiten Quartal, April bis Juni. Und dann haben wir hier Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Dann habe ich hier den Mond und den Turm. Dann habe ich hier den Hierophant und die Gerechtigkeit. Und dann habe ich hier Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. So, im zweiten Quartal geht es darum, Gespräche von Herz zu Herz zu führen, loyal zu sein, ehrlich zu sein und auszusprechen, was du fühlst, was du dir wünschst, was du möchtest, was du nicht möchtest, wie du dich in dieser Partnerschaft, in dieser Verbindung fühlst. Na?
Und vielleicht auch, wenn du jemand Neues kennenlernst, ja, was für dich eine Liebesverbindung bedeutet. Das hat ja da jeder andere Werte, Wünsche, ne? Und dass du das gleich von Anfang an klarstellst und ehrlich aussprichst, wenn für dich Dinge nicht gehen oder wenn für dich Dinge absolut unumstritten sind, die für dich da sein müssen, damit das für dich funktioniert, ne? Also darum geht es, hier ehrlich zu sein und hier auch authentisch zu sein. Also es ist hier wichtig, dieses erste Quartal dich mit dir zu beschäftigen und hier in die Selbstliebe zu kommen, ne? Damit hier diese Gespräche stattfinden können. Dann habe ich hier den Mond, der auch von tiefen, tiefen Gefühlen spricht. Daneben gleich der Turm. Das sagt mir, dass sich hier jemand scheut, seine Gefühle nach außen zu tragen. Verbal oder durch Haptik, durch Berührung. Also hier ist, die Gefühle sind hier blockiert. Die Gefühle können hier auch durch das Berufliche blockiert sein, weil wir ja hier das Finanzen und Karriere haben. Aber es ist im Generellen hier eine Abschirmung drin, eine Blockade drin, was die Gefühlswelt angeht. Also hier hat wahrscheinlich jemand Angst, verletzt zu werden, generell die Gefühle überhaupt nach außen fließen zu lassen. Weil hier sind wirklich starke Gefühle da, aber die Gefühle werden noch isoliert, ne? Also es ist hier wirklich wichtig, drüber zu sprechen, sonst wird dieser Turm hier immer größer, sonst wird diese Abschirmung hier immer größer. Und dann haben wir hier den Hierophant und die Gerechtigkeit, zwei große Arkanen, die dich hier unterstützen im zweiten Quartal. Ja, also ich sehe, diese zwei Karten wirken stärker als diese Lenormand-Karten. So habe ich das im Gefühl. Der Hierophant, ja, der geistige Führer. Also ich sehe den hier als sehr, sehr starken geistigen Führer, um für dich in deiner Mitte anzukommen, um für dich in deinem Glauben anzukommen. Ne? Welcher das auch immer ist. Ich habe hier eine sehr, sehr spirituelle Person. Du wirst hier unterstützt, um dich in deinem Glauben, in deinem Herzen und in deiner Seele zu erden. Na, das hat viel mit Natur zu tun. Und ja, um dich hier zu finden. Und dann kommt hier auch ins Thema Liebe, Gerechtigkeit rein. Dann kannst du auch hier Entscheidungen treffen. Dann kommt hier Balance rein, dann kommt hier Ausgleich rein. Ne? Weil wenn du jemand bist, der schwierig Gefühle aussprechen kann, der wo es schwierig ist, Gefühle zu geben, dann ist es auch schwierig, Gefühle anzunehmen. Ne? Also hier ist jemand, der diese Sache von oben führt und beschützt. Der Hierophant kann auch eine große Verbindung anzeigen, eine große ja, Liebesverbindung anzeigen, die auch von oben geführt und beschützt ist. Ne? Manchmal zeigt er auch eine Hochzeit an. Also auf jeden Fall. Und mit der Gerechtigkeit kann das hier auch einen Ehevertrag anzeigen. Ne? Also das ist hier so ein bisschen die Gerichtssache und das, was von oben kommt. Also es kann hier etwas sein, ja, eine Verbindung, die wo der Segen von oben kommt und wo der Segen auch hier auf die Erde gebracht wird. Es kann hier eine Eheschließung anzeigen, ne? Weil ich hier so dieses Spirituelle habe und hier habe ich so dieses Weltliche, ne? Das kann durchaus eine Eheschließung sein, ne? Und da ist es wichtig, Gefühle zu zeigen, sich authentisch zu zeigen, zu sprechen, auch wenn es dir hier vielleicht zu schnell geht mit diesem. Vielleicht kommt hier auch ein Antrag und das wäre dann deine Aufgabe zu sagen, okay, stopp, schön, aber mir geht es ja viel, viel zu schnell, ne? Also sprich aus, was du fühlst. Ganz, ganz wichtig. Aber du wirst hier von oben unterstützt, um dich hier zu erden und um dich hier zu finden und
auch auf dein Herz und auf deine Seele zugreifen zu können. Ne? Also auf jeden Fall ist es hier eine Verbindung, die von oben geführt und beschützt ist, eine große Verbindung, eine starke Verbindung, eine geerdete Verbindung, wo hier auch Gerechtigkeit, Balance und Ausgleich reinkommt. Ne? Weil, also hier kommt es mir so vor, als ist schon jemand da, den du auch vielleicht schon länger kennst. Ne? Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Und hier habe ich das Berühren, die Haptik, die Umarmung. Hier wird auch viel über ja, Berühren gesprochen. Ne? Also wenn ihr euch berührt, wenn ihr euch umarmt, fließt da auch schon ganz, ganz viel, was vielleicht hier durch Worten nicht so auszudrücken ist oder was vielleicht auch zu viel an Worten ausgedrückt wird. Es kann ja auch sein, dass es hier zerredet wird, wo hier diese tiefen Gefühle ja, wegfallen durch das Sprechen. Also hier passiert auch ganz, ganz viel nur durch Berührung in der Stille, nur miteinander sein, sich zu umarmen, sich miteinander zu kuscheln. Dann kommt ja auch diese Erdung und diese Balance und diese Gerechtigkeit rein. Dadurch kann auch dieser Turm hier sich öffnen, ne? Und zurücktreten, diese ja, Einigelung, entweder bei dir oder bei einer anderen Person, ne? Also durch Berührung, durch Haptik passiert hier ganz, ganz viel, was vielleicht im gesprochenen Wort gar nicht so eine Auswirkung haben könnte. Also hier geht es wirklich von Herz zu Herz, ne? Gespräche von Herz zu Herz müssen ja auch nicht immer heißen, das gesprochene Wort. Gespräche von Herz zu Herz kann ja auch sein, ich fühle dich, ich nehme dich wahr und ich nehme mich wahr, wenn du neben mir liegst, wenn du mich umarmst, wie fühle ich mich denn da? Ne? Das ist hier, also hier ist ganz, ganz viel. Von April bis Juni ist ganz, ganz viel Berührung, ganz, ganz viel Haptik und ganz, ganz viel Wahrnehmen. Wie fühle ich mich denn mit dem anderen? Und es ist von oben geführt und beschützt, weil ich eine ganz, ganz starke Verbindung habe. So, dann haben wir das dritte Quartal Juli bis September. Dann habe ich hier, lass dir von deinen Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Dann habe ich hier den Berg und das Kind. Dann haben wir hier mal zwei Personen, den Page der Kelche und die Königin der Schwerter. Und Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. So, also in diesem Quartal geht es viel darum, sich mit Freunden auszutauschen, was dich denn bewegt in Liebesdingen, in Gefühlsdingen. Und du darfst andere um Hilfe bitten und darfst diese Hilfe auch annehmen. Es wird dir gut tun, dir mal eine Meinung einzuholen oder zu fragen, pass auf, ich bin in der und der Situation, hast du vielleicht einen Rat für mich oder wie würdest du das denn machen? Und dir mal so verschiedene Perspektiven anzuhören, vielleicht auch, wie dich deine Freunde wahrnehmen in Liebesverbindungen. In Gefühlsdingen und du wirst hier viel zuhören und du wirst hier viel Infos erhalten, die dich weiterbringen. Also es sind hier Menschen um dich herum, die dir wohlgesonnen sind und die dir gute Tipps und Ratschläge geben können, ne? Also es geht da viel um Gemeinschaft, viel ums Reden, viel um Freundschaft und ja, also du wirst hier Einsichten erhalten, die dich weiterbringen, ne? Denn hier ist immer noch einiges blockiert. Es kann hier ein Neuanfang blockiert sein. Es kann aber auch hier die Gefühle blockiert sein, weil in der Kindheit irgendwas war. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ist hier noch eine Hürde zu nehmen, es ist hier noch ein Berg zu erklimmen, weil es hier noch ein inneres Kindthema gibt. Ne?
wo dich auch deine Freunde vielleicht darauf hinweisen können. Das war doch so und so bei dir in der Kindheit, wenn das Freunde sind, die dich oder das Gegenüber schon lang kennen. Und das ist wie so, als würde da durch diese Gespräche ein Buch aufgeschlagen werden und würde hier Licht ins Dunkel fallen. Als würdest du deine eigene Geschichte nochmal lesen. So kommt mir das gerade rein. Als würdest du ja ein Buch aufschlagen, als würde dir jemand deine Geschichte erzählen, als hättest du irgendwas verdrängt oder weißt irgendwas nicht mehr. Das kommt von außen, das kommt durch Gespräche mit Freunden. Also es sind wahrscheinlich Freunde, die dich schon lange kennen oder die viel von dir wissen. Und da wird es wie so ein Buch aufgeschlagen, als würde dir jemand deine Geschichte erzählen und dann kommt hier Licht ins Dunkel. Aber hier kommt viel, viel Licht ins Dunkel, ne? Und das bringt dich auf jeden Fall weiter mit deiner Liebessituation, mit deinen Gefühlen. Ja? Und wenn dieser Berg erklommen ist, steht auch dem Neuanfang in der Liebe nichts mehr im Wege oder generell der Liebe nichts mehr im Wege. Vielleicht warst du bisher immer so in deinem Trott, wie wir das hier schon sehen. Und ja, es wird für dich eine ganz, ganz neue Erfahrung, wenn du in deinen Gefühlen bist, wenn du in deinem Herzen bist, wenn du in deiner Seele bist, ne, und dich hier besser kennenlernst, auch durch andere, ne? Dann habe ich hier den Page der Kelche. Das kann für dich stehen, Wasserzeichen, Fische, Krebs oder Skorpion. Und dann habe ich hier die Königin der Schwerter, was ein Luftzeichen sein kann, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Oder wir kriegen einfach nur so diese Energie. Aber wir haben hier ein Pärchen. Und wir kriegen hier mal etwas heraus über, ja, um welche Personen es sich hier handelt, ne? Also, der Page der Kelche kann jemand Jüngeres sein, ne? Also schau da bitte auf deine Konstellation, ob du das bist, der jünger ist oder ob es dein Gegenüber ist. Also es kann, wie gesagt, es kann auch einfach nur so einen jugendlichen Spirit darstellen. Aber hier ist jemand sehr jugendlich, sehr auf Draht, auch ein bisschen von sich überzeugt, ne? Trägt auch diesen Kelch, seinen Kelch oder ihren Kelch gern nach außen, möchte auch gern bewundert werden, habe ich hier so. Also jemand möchte gern glänzen nach außen, aber es ist auch wichtig, dass man nach innen glänzt und von innen heraus strahlt. Und dann habe ich ja eine Person, die ganz klar auf ihrem Thron sitzt, die ganz klar Entscheidungen trifft, die ganz klar für sich einsteht, für Wünsche, Werte und Bedürfnisse, ne? Ich habe hier eine Person, die ihre Wahrheit klar ausspricht und ja, auch manchmal sehr im Kopf ist. Da ist wirklich alles 100% klar. Ich kriege aber auch trotzdem eine geerdete Person rein, ne? Also hier ist jemand, die Person weiß genau, wo sie hin will. Die Person weiß genau, was für sie geht. Und ja, ich kriege das so rein. Hier kann was rüber und auch von hier kann was rüber. Ne? Also hier ist so Kopf und hier sind so Gefühle und das darf sich so in Einklang bringen in dieser Partnerschaft. Ne? Und hier darf auch nach außen dieser Kelch gereicht werden. Und hier darf jemand auch erkennen, dass es nicht wichtig ist, was andere denken, sondern nur das, was man von sich selber denkt und hält und dass man mit sich selber im Einklang und in den Gefühlen ist. Ne? Also das kann schon sein, dass du das hier bist, ne? Dass jemand sehr Bestätigung von außen braucht, um hier geerdet zu sein. Und es kann auch sein, dass diese Person hier im Außen das auch anspricht und diesem Wasserzeichen das auch gerne sagt. Das kann auch eine von diesen Personen sein, ne? Ja, also hier ist jemand, der viel anspricht und ausspricht und ja, das
wird dir sehr viel bringen. Das wird dir sehr viel Erkenntnisse und Erleuchtung bringen. Also ich habe hier eine sehr, sehr intelligente Person. Sehr mit sehr viel Wissen, sehr eloquent, kann gut mit Worten umgehen, sehr kommunikativ. Muss nicht unbedingt viel sprechen, aber wenn hier was gesagt wird, dann hat es auch Hand und Fuß, dann hat das wirklich, dann hört auch jeder hin. Ne? Hier habe ich noch ein bisschen so jemand, der ein bisschen selbstverliebt ist. Ne? Das kann für dich stehen, für eine andere Person. Also wie da hier so die Konstellation ist, schaut da bitte auf eure Situation. So, dann habe ich ja Zeit des Nachdenkens und ich nehme mir noch mal einen Schluck. Ja, Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Dann habe ich hier den Schmetterling mit der Transformation. Ihr braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in dieser Verbindung. Oder wenn ihr zusammen seid, dass ihr euch auch mal öfters Zeit für euch nehmt, um euch wahrzunehmen, um euch zu erkennen im Herzen und in der Seele. Ne? Es war bei jemandem, entweder du oder ihr beide oder nur dein Gegenüber, ja, war viel Schmerz da. Ne? Das ist vielleicht auch das, was es hier anzeigt. Hier war viel Schmerz da in der Kindheit, durch die Eltern, durch die Ahnen, können hier traumatische Erlebnisse sein. Ne? Das wird sich transformieren, aber das braucht seine Zeit. Ne? Deswegen hier auch, lass dir von außen helfen, lass dir von Menschen helfen, die dich gut kennen, wo du Vertrauen hast. Und das wird dir hier weiterhelfen. Das wird dir hier auf jeden Fall Erleuchtung bringen und dich auch in dem ganz anderen Licht wirst du dich sehen, weil du ja auch mal siehst, wie dich andere sehen und wie dich andere wahrnehmen, besonders hier in Liebes- und Gefühlsdingen, ne? Also, es ist ja wichtig, sich Zeit zu nehmen in dem dritten Quartal. Und es werden hier aber auch viele, viele Erkenntnisse reinfließen, die hier diesen Berg auflösen, die dich hier diesen Berg erklimmen lassen, ne? So, dann kommen wir schon zum letzten Quartal, Oktober bis Dezember. Dann habe ich hier, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Dann habe ich hier die Würfel und den Reiter. Dann habe ich hier die 7 der Schwerter, die 9 der Stäbe und die 10 der Münzen. Und nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben kommen kann, treten kann. Ja, das rundet das Ganze ab, wenn ich so die Karten sehe. Also, im letzten Quartal geht es darum, deiner Verbindung, deiner Beziehung, deiner Liebespartnerschaft eine Chance zu geben und auch dir in Liebesdingen eine Chance zu geben, nehme ich ja ganz stark wahr. Arbeite an deiner Partnerschaft, nicht nur im Außen, sondern auch im Innen, an deiner Partnerschaft zu dir selber. Ne? Wir führen ja mit uns eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Ne? Und es ist ja so, wenn wir selber mit uns nicht im Reinen sind oder uns selber nicht leiden können, wie soll es denn da von außen funktionieren? Ne? Deswegen ganz stark hier der Fokus auf die Selbstliebe und auf dein Inneres, auf dein, ja, dein dich selber wahrnehmen, auf deine Authentizität. Ja, und wahrscheinlich hast du da schon eine ganze Weile dran gearbeitet und jetzt geht es hier in die nächste Runde und da kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Ne? Ja, gib der Liebe eine Chance, gib den Gefühlen eine Chance, gib dir eine Chance und gib dem wundervollen Menschen, der in deinem Leben ist, eine Chance. Ne? Ich habe hier eine ganz starke Verbindung mit dem Hierophanten. Also es ist hier jemand da oder du wirst im Laufe des Jahres diese Person kennenlernen. Ne? Dann habe ich hier die Würfel und den Reiter. Also es kann sein für dich oder für die Person, für die du schaust, ist es hier ein Risiko, diese Partnerschaft einzugehen, diese Verbindung einzugehen, sich auf diese Gefühle einzulassen. Ne? Du oder die andere Person nimmt das wirklich als Gefahr wahr, als Risiko wahr, als ja,
Die Würfel sind gefallen. Ich weiß, ich muss jetzt, aber ich habe so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Das liegt auch an diesen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, die dich geprägt haben. Ja? Aber es geht hier glücklich voran. Der Reiter spricht von Vorankommen, für eine glückliche Zukunft, für glückliche Nachrichten, für einen glücklichen Ausgang. Also das ist hier wirklich Hermes, der Götterbote, der Glücksbote, ne? Ist hier als Frau dargestellt, die hier auf dem Regenbogen reitet. Also es geht hier wirklich, also mit diesem Regenbogen in so eine glückliche Zukunft, wenn du das hier, wenn du dich darauf einlässt. Ne? Also es ist immer wieder die Angst, die blockiert, die Angst, die festhält. Ne? Das sehen wir auch in den nächsten Karten. Die sieben der Schwerter und die neun der Stäbe. Hier will sich jemand aus dem Staub machen. Hier will jemand sich vor den Gefühlen drücken. Hier will sich jemand vor der Liebe drücken, weil jemand mal ganz, ganz stark verletzt worden ist. Hier hat jemand noch seine Wunden zu pflegen und zu hegen. Hier möchte sich jemand am liebsten abschirmen. Hier ist jemand in der Seele sehr, sehr traurig. Hier regnet es ja auch. Hier ist eine ganz, ganz düstere Stimmung. Hier ist jemand im Inneren verletzt. Hier gab es ganz viel Schmerz, hier gab es ganz viel Leid. Und das ist wirklich dieses, was wir hier schon hatten, ne? Und dieses Leid, wenn man das loslässt, wenn man das bearbeitet, wenn man das in Heilung bringt, dann darf man sich auch davon abwenden und gehen, weil hier wartet diese wundervolle Zukunft, die ich hier schon mit dem Reiter sehe. Die 10 der Münzen, das ist hier eine geerdete Verbindung, eine erfüllte Verbindung. Die Fülle ist im Innen und im Außen da. Das kann hier eine Familie darstellen, ein Heim darstellen, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Jeder hält hier seine Selbstwertmünze hoch. Jeder von den beiden Parteien ist hier im Selbstwert. Hier ist ein Beschützer da, dieser Verbindung. Also hier ist ja Liebe da, hier ist Geborgenheit da, hier ist Ehrlichkeit da, hier ist Fülle da, materielle Fülle auch. Hier ist Fülle im Innern da. Hier ist Herzlichkeit da, hier ist Erfolg da, hier ist Glück da. Also das ist wirklich eine ganz, ganz starke, gefestigte Verbindung und die geht hier glücklich in die Zukunft. Ne? Also hier geht es wirklich bei einer Person nur darum, dass den alten Schmodder loszulassen. Ne? Also die Verbindung ist, die ist so stark, die ist fest, die ist da und die geht hier ins Glück, wenn endlich dieser alte Ballast abgeworfen wird. Ne? Und nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also das kann auch diese Liebe sein, die schon da ist, die einfach neu entfacht. Aber den alten Schmodder loslassen. Ich habe hier nicht umsonst Runde um Runde. Also es kann sein, dass es ein Thema ist, was du dieses Jahr schon angeschaut hast, wo du denkst, okay, das habe ich jetzt bearbeitet. Es geht noch mal in die nächste Runde, ne? Und es ist hier eine Person, die auf dich wartet, die auf deine Liebe wartet, auf deine Gefühle wartet, oder es ist halt die Person, auf die du schaust, ne? Also hier ist jemand da, den du jagst oder von dem du gejagt wirst. Also hier weiß jemand um diese wundervolle Verbindung. Oder du weißt, dass es eine Verbindung ist, die einfach, wo es einfach nur daran hängt, dass diese alten Geschichten immer wieder mit reingebracht werden, dass diese alte Angst mit reingebracht wird, dass diese alten Traumata mit reingebracht werden, ne? Und es sieht so aus, ne? Als würdet ihr euch am Ende für die Liebe entscheiden. Und es wird eine Befreiung werden, die du so noch nie erlebt hast. Also sehr lichtvoll. Das wird wie im Innern in dir aufsteigen. Es wird ein kleines Licht sein und es wird immer größer und größer und größer werden, bis du völlig im Licht bist, bis dein Herz und deine Seele im Licht ist und
Diese Verbindung hier wird so besonders, die ist auch so hell und glanzvoll und prunkvoll und da ist wirklich jeder im Selbstwert, jeder in der Selbstliebe und das verbindet dann natürlich auch eine riesengroße Liebe, ne? Und hier ist ein Beschützer da, hier ist ein Heim da, hier, ja, hier sieht man sich an, das ist eine Verbindung auf Augenhöhe, hier sieht man sich sehr wohlwollend an, sehr wertschätzend an, sehr liebevoll an, ne? Nur die Liebe wird dich befreien. Also so werde ich, denke ich, auch das Video nennen, weil dieser Satz ist einfach, ja, das ist, prägt einfach dieses Jahr 2022 für die Wasserzeichen. Ne? Nur die Liebe wird dich befreien. Es geht in die nächste Runde. Wenn du geglaubt hast, du bist ja schon fertig mit deinen Themen, sage ich dir, es gibt noch eine Runde. Na, die du aber meistern wirst. Ich sehe das hier. Du hast hier ja auch Unterstützung von oben in dieser Welt und auch mit dir selbst. Na, also du, ich glaube, du kennst auch dein Thema. Na, also das ist keine Sache, die einfach jetzt so 2022 aufploppt. Das ist eine Geschichte, die du schon lange mit dir rumschleppst, wo du schon lange dran arbeitest und es wird dir gelingen. Die Liebe wird dich befreien und die Liebe wird dich durchlichten. Und dann wird dieser freie Geist übersprudeln. Und es geht hier ja, wie gesagt, ins Licht. Na? Es ist wichtig, dass die dunkle Seite und die helle Seite in Einklang zu bringen. Und ja, hier ist jemand, der nicht von dir lassen kann oder du kannst von jemandem nicht lassen. Ne? Es ist ja eine ganz, ganz starke Verbindung, die diese Zeit auch überdauert. Also hier, also ich sehe da keine Trennung oder irgendwas. Also das ist eine ganz, ganz starke Verbindung, die hier alles überdauert und die Verbindung weiß, diese Personen gehören zusammen und es geht hier ins Licht. Ne? Also es wird ganz, ganz toll. Ja, es wird ein aufregendes Jahr. Es ist viel Bewegung drin, es ist viel Action drin. Aber es ist gut für dich. Ja, also das kann ich hier nur so sagen. Und wie gesagt, das ist ein Thema, was du kennst. Ja, also es wird dich hier nicht überraschen, dass das nochmal hochploppt. Na? Gut, ihr lieben Wasserzeichen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr mir ein Abo da lassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch. Und ich freue mich, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Und ich wünsche euch in der Liebe für 2022 nur das Aller, Allerbeste, ihr lieben Wasserzeichen. Gut, dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Lasst euch überraschen, welches Element ich hochlade. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Genießt die Advents- und Weihnachtszeit. Da liegt immer so ein ganz besonderer Zauber drin. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.